Hallo zurück bei Jacket Alliance 3, ich bin Dennis und heute gehen wir mal zur Tankstelle. Das ist ein historisches Gebäude, früher gab es die überall, als wir noch nicht überall mit fliegenden Elektrofahrzeugen hingekommen sind. Damals brauchten wir Räder, Straßen und fossile Brennstoffe und diese fossilen Brennstoffe, die haben wir zusammen mit überteuertem schlechtem Essen und so Toiletten, für die man Geld bezahlen musste und dann hat man dafür eine Parallelwährung bekommen, sogenannte Sanifair-Bonds, die man dann parallel zum Euro eingesetzt hat tatsächlich. Also das war alles, Euro ist auch schon ein bisschen her, heute bezahlen wir ja nur noch mit Bitcoin, aber das früher gab es ne, Geld, Euro und eben Sanifair-Bonds, das waren die beiden Währungen, die es gab und genau, dann hat man sich für die Sanifair-Bonds dann eben ein Zehntel von einem Schnitzel kaufen können an so einer Tankstelle an der Autobahn. Genau, Autobahn ist sowas, das ist eine große, breite Straße, die gebaut wurden ursprünglich, damit Panzer darauf nach Polen fahren können. Später haben wir sie dann benutzt, um mit großen, panzerschweren Autos nach Bottrop zu fahren oder in andere Orte. Also man konnte nicht nur nach Bottrop fahren, es gab auch andere Autobahnen, die woanders hingeführt haben. Aber genau, heute fliegen wir überall hin mit unseren fliegenden Elektrodrohnenfahrzeugen, Flugzeugen. Ja, also, kleine Geschichtsstunde. Genau, deswegen, wir gehen jetzt zu einer Tankstelle und schauen mal, was wir da so finden. Nämlich, wir hoffen auf Diesel. Diesel ist eigentlich so ein Brennstoff gewesen, aber praktisch ist das hier im Spiel wohl gar kein Brennstoff, sondern eine Droge. Da müssen wir mal schauen. So, das Ding würde ich jetzt mal verschrotten. Ja, was haltet ihr von meiner Geschichtsstunde? Wollt ihr mehr über sowas erfahren? Oder, ich meine, ich bin halt relativ alt, ich war halt dabei. Hab das früher schon miterlebt, dass es diese ganzen Sachen noch gab. Aber es kann ja sein, dass euch das gar nicht interessiert und ihr sagt, ja, was der alte Mann da vom Krieg erzählt, das ist, also vom Krieg muss ich euch nichts erzählen, den erlebt ihr ja wahrscheinlich gerade mit. Wir alle haben ja den Dritten Weltkrieg um uns rum hier, versuchen ja nur so ein bisschen Zeit zu vertreiben, während draußen die Bomben fallen. So ist das doch, oder? So ist das. In welchem Bunker wohnt ihr denn? Schreibt es in die Kommentare. Ich wohne ja in Vault 43. Ihr könnt ja mal sagen, wo ihr wohnt. Bei uns ist das Experiment übrigens, dass es nur Kartoffelsalat gibt. Also es gibt als Essen. Wir essen seit knapp 8 Jahren, seit wir hier im Bunker sind, nur Kartoffelsalat. Was ist bei euch das Experiment in eurem Bunker? Was macht Vault-Tec mit euch? Schreibt es in die Kommentare. Nein, ich bin im falschen Trupp drin. Hier ist natürlich nichts Interessantes. Wir müssen zum Charlie-Trupp und da dann in die Nahansicht gehen. Auf geht's. So, Tankstelle, speichern, vorrücken. Da ist ein Typ! Ich habe ja gespeichert, also kann ich einfach hinrennen. Der sieht auch ehrlich gesagt nicht so gefährlich aus. Wir reden mal mit dem. You won't believe the thing I saw. It was a van came screaming by, chased by this huge monster truck with speakers all over it. War das eine Szene aus Mad Max Fury Road? Electric guitars. Oder Furiosa? And maybe bassoons? I think they had it west, but I was high as a kite at the time, so they could have gone straight up in the air. Ach, das ist hier, das Spiel spielt doch aber im Jahr 2000. Das ist ja, klingt ja fast so, als wäre das schon nach der Marihuana-Legalisierung in Deutschland gewesen. Aber wir sind ja gar nicht in Deutschland, wir sind ja in Grand Chien. So, er ist nach Westen gefahren, hat er gesagt. Ich nehme an, das ist jetzt so eine Art Schnipseljagd. Nicht zu verwechseln mit einer Schnitzeljagd. Das ist das, was man macht auf dem Oktoberfest oder einem anderen Volksfest, wenn es nur noch genau ein Schnitzel gibt und jemand sich das holt. An einem Stand. Und dann alle anderen ihn jagen. Das ist eine Schnitzeljagd. Eine Schnipseljagd ist das, was wir hier machen. Also eine Suche nach Hinweisen. Allerdings, das ist ja wirklich Mad Max. Geile Anspielung. Aber nicht mit so aufgespießten Leichen, sondern mit so Schaufensterpuppen. Das ist ja witzig.
Was geht denn hier ab? Da merkt man, dass das Spiel nach Mad Max Fury Road entstanden ist. Aber was zur Hölle? Was für eine Szene ist das? Okay, so, jetzt müssen wir mal kurz uns die Situation angucken. Also hier hinten sind die Typen. Wir haben hier keine Deckung. Ich würde gerne hier hingehen. Das Problem ist, der Kampf wird beginnen, bevor wir da hinkommen. So, wir sind jetzt zumindest schon mal runtergegangen. 10-4. So, wir werden uns jetzt gleich sehen. Ich bewege mich jetzt mal hier rüber. Geh mal ein bisschen näher an die Deckung hier ran. Nichts ahnt, wieso sehen die mich denn nicht? Ich bin doch hier mitten im Licht sozusagen. I should be working out. So, dann können wir nämlich jetzt hier mal den Kampf starten mit dem Werfen einer Hohlladung, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, die klügste Variante. Elite-Grenadier, Sanitäter. Jetzt ist die Frage, was ist hier die schlauste Variante? Hier drüben sind halt auch noch zwei. Die kann ich aber auch so, glaube ich, besiegen. Der hat einen Molotow, der ist auch gefährlich. Und einen Raketenträger. Na gut. Witness me! Of course, nice. The battle is going good. We are true heroes that will vanquish all evildoers. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. So, jetzt können wir, versuchen... Wer hatte denn hier nochmal das hier? Ablenkender Schuss? Können wir den hier mal ablenkend beschießen, bitte? Treffen wäre halt auch noch gut gewesen. Na gut. Au. Okay, das hat nicht geklappt. Dann würde ich sagen, also der ist jetzt echt ein Problem hier, der Typ. Würde den halt gerne erledigen, bevor der zu einem noch größeren Problem wird. Aber jetzt ist er ja eigentlich keins mehr, ne? Jetzt macht er ja gerade keinen Überwachungsmodus mehr. Der ist fast tot, der ist verletzt. Also es wäre gut, wenn wir die fast Toten jetzt auch tatsächlich ganz tot machen könnten. Dann würde ich jetzt nämlich den fast Toten hier mal angreifen. Wie viele Punkte hat er? Vielleicht probieren wir das mal so, weil fast tot könnte das reichen, ja. Brauche quasi nur noch einen Streifschuss. Dann kann ich nämlich nochmal schießen mit ihm. Zum Beispiel auf diesen Überfallanführer dort. Auf seinen Unterleib. Hat nicht getroffen. Aber ich habe gesehen, wie es in den Boden eingeschlagen ist. Die Schüsse, also das hat gepasst. Schlechter und Schütze. Dann würde ich jetzt mal hier den Schützen vielleicht zuerst angreifen. Aua. Das hat wehgetan. So, jetzt dann nochmal den dahinter. Oberkörper. Der ist auch fast tot. So, dann können wir hier nochmal bei den fast Toten mit Maestro nachhelfen. Und wenn ich den jetzt auch noch erledige, ja, dann haben wir nämlich von der Seite nichts mehr zu befürchten. In die Richtung hier haben wir eine ganz okaye Deckung. Also das sieht doch soweit ganz gut aus. Kann Kaninchen mal vorrücken. Und mal... Ich kann die ja alle treffen. Habe ich noch irgendwas? Ich habe Kalina noch, ich habe Barry noch. Barry kann also eigentlich auch noch mal eine Bombe werfen irgendwie. Ah, er kann nicht so weit werfen. Hohlladung. Dann vielleicht hier noch die Typen. Ich meine, dafür habe ich ja diese ganzen Granaten. Ich kann nicht aufhören, das ein bisschen lustig zu finden, dass die dann immer so zersplattern. Das ist schon ein bisschen lustig. Okay, das heißt, hier ist nochmal einer weniger. Die sind beide verletzt. Das heißt, das sollte eigentlich alles gut machbar sein. Und dann würde ich nämlich vielleicht hier in die Richtung noch eine... So. Dann machen wir das nämlich so, einen Überwachungsmodus. Barry macht jetzt mal nichts Besonderes. Der hockt sich noch hin.
Und dann beenden wir den Zug und schauen mal, wie wir die Situation hier die Reihe kriegen. Ich habe das Gefühl, dass wir ganz gute Chancen haben. Der Scharfschütze da hinten, der ist natürlich blöd. Den hatten wir so noch nicht im Plan. Aber wenn die alle daneben schießen... Was ist das? Haben die irgendwas genommen? Die haben den Diesel direkt genommen, den die da transportieren. Aber kann mir mal einer erklären, die haben doch diesen Truck. Den haben die doch... Ach nee, der Truck ist es, das ist der Van, das ist der hier links. Ah, guck mal, haben sie einen erledigt, sehr schön. Kalina hat einen erledigt. Oh, oh, fuck. Ah. Unangenehm. Ja, ist nicht ganz trivial hier. Ist hier schon auch mal was? Oh, immerhin zweimal direkt im Überwachungsmodus beschossen. Das hier ist der Transporter mit dem Diesel, oder? Verstehe ich das richtig? Könnte das... Oder nee. Ich weiß nicht, ob der hier schon immer auf der Karte drauf stand. Weil das hier wird ja nicht... Das ist ja jetzt ein Küchengag mit Mad Max, weil das das gleiche Fahrzeug quasi ist wie da mit der Flammenwerfergitarre. Aber das hier ist ja nicht der Dieseltransporter, oder? Der Dieseltransporter ist ja das hier vorne. Und das Ding hier ist irgendwie von diesen Banditen, die das geklaut haben. Oder von der Legion. Das sind ja Legionstruppen hier eigentlich. Raven hier. Raven. Hock dich mal hin. Hm. Vielleicht könnten wir hier noch den ablenkenden Schuss machen. Sehr schön, weil dann können wir nämlich hier frei agieren mit Raven. Zum Beispiel den gegnerischen Scharfschützen erledigen. Ein Sniper-Duell ist doch immer eine schöne Sache. Yep. Warum habe ich mir überhaupt Sorgen gemacht? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich könnte mal eine Granate benutzen. Ich glaube, ich benutze mal eine Granate. Granate abfeuern. Guck mal, da können wir doch die beiden hier vielleicht mal direkt erwischen mit einer Granate. Ach, das waren nur die Blendgranaten. Na gut, dann treffen die zumindest nichts mehr. Muss ich mich um sie nicht mehr kümmern. Dann schießen wir mal auf den hier hinten. Sehr schön. Ach, ich darf ja nochmal mit dem. Warum habe ich eigentlich da nur Blendgranaten drin? Das ist ja auch irgendwie doof, oder? Naja. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal so. Überwachungsmodus hier, wenn die sich dann bewegen, dann haben sie halt Pech gehabt. Die sind bei der Entdeckung hier. Die sind bei der Entdeckung, aber wir können ja trotzdem dann in die Richtung hier auch überwachen. Oder Kalina läuft hier einmal außen rum. Das geht natürlich auch. Oder sie stellt sich hier hin und wir... Ja. Wir haben ja eigentlich eine ganz gute Deckung, weil ich den Kampf das am Anfang halt so ein bisschen rausgezögert habe, sozusagen den Kampfbeginn. Und gesagt habe, ich möchte lieber aus der Deckung hier agieren und nicht von hier drüben, wo ich dann irgendwie völlig frei stehe. What's on your mind? Sie kann sich mal behandeln und Steroid ist übrig, der kann hier auch noch überwachen. Boah. Wir haben ja eine gute Position, warum sollen wir die nicht nutzen? Naja, da ist leider an der Deckung vorbeigelaufen. Jetzt läuft er hier außen rum. Und schießt daneben. Tja. Okay, das können wir aber, da können wir aber noch weglaufen. Ja, sehr schön, sehr schön. Genau darauf hatte ich gehofft. Wirft er jetzt auch noch eine Bombe? Nee. Schießt einmal und schießt zweimal. Trifft leidlich. Immer auf Raven, ey. So, der ist schon mal hin. Sehr theatralisch zu Boden gefallen. May they reach salvation. Fast tot. Und jetzt ist er gleich ganz tot. Ja, das läuft doch super. Jetzt muss ich nur noch der Zeitbombe da entkommen. Hello, evildoers. Und dann kriegen wir das schon hin. So, ich würde sagen, du gehst mal... Gehst du am dürfsten hin? Vielleicht hier so
Stell dich doch einfach hier auf die andere Seite. Aufs einmal um die rum. Schieß den Typen hier. Oder den. Welchen denn jetzt? Den vielleicht. Ja, in den Kopf. Wow, der lebt sogar noch. Ich bin beeindruckt. Kalina. Läuft bitte mal. Hier rüber. Das müsste ja auch weit genug von der Bombe entfernt sein. Und schießt auf den Kerl hier. Für fast tot reicht das dann auch trotzdem. So, Raven kümmert sich um den letzten, der hier drüben ist. Das müsste ja eigentlich klappen. 104 Schaden. War gar nicht nötig eigentlich. Der hatte schon gar nichts mehr. Du gehst auch nochmal ein Stückchen weg von der Bombe. Ich bin irgendwie allergisch gegen diese Bomben. Ich hab ein bisschen Schiss davor, dass ich irgendwie so eins zu nah dran stehe. Steroid hat gerade einen Querschläger abbekommen. Ja, so bis hier hätte es schon gerade noch gereicht. Ne? Also muss man schon aufpassen. So, wir haben es hingekriegt. Alles gut. Nichts Schlimmes passiert. Raven müssen wir mal behandeln. Die hat es ein bisschen erwischt. Steroid kann sich mal selber behandeln. Und Barry kann sich auch mal selber behandeln. So, der Rest ist nicht verletzt. Der schöne Nebeneffekt, wenn möglichst viele von meinen Leuten sich immer selbst behandeln oder gegenseitig behandeln, ist, dass natürlich auch ihre Medizinwerte steigen. Natürlich. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben einen glänzenden Chromhelm. 50% Schadensreduktion. Sieht aber richtig scheiße aus. Naja, wir können ja mal mitnehmen. Geld, Gold können wir direkt verkaufen. Heading out. Was gibt's denn hier noch? Wir suchen ja eigentlich Diesel, also irgendeine Droge. So, hier haben wir Raketen, die nehmen wir mal mit. Wir haben hier noch einen Helm, den können wir ja mal austauschen gegen den Helm, weil der besser ist. Weil der schon upgegradet wurde hier. Die Hose brauchen wir, glaube ich, wir können sie trotzdem erstmal mitnehmen, aber brauchen tun wir sie nicht wirklich. Das verwerten wir mal. Das nehmen wir mit. Das füllen wir wieder auf hier, die ganzen Medikamente, die jetzt hier verbraucht wurden. Aus unserem Lager. So, das können wir auch noch verwerten. Das Gold können wir verkaufen. What's on your mind? Und das war's dann nämlich hier auch schon. Und das hier ist dann nämlich, wie ich vermutet habe, der Dieselvan, der Dieseltransporter. Ihr könnt gerne jetzt aufstehen, Leute, wir haben gewonnen. Das muss der gestohlene Van sein. Das ist der Diesel, der Siegfried gestohlen wurde. Sehr schön. So. Heil, Siegfried. Looks like the Mercs got their hands on the diesel my boys took from you. Congratulations. Ja. Also die Legion hat's gestohlen. If you think that I blame you for the actions of your soldiers, you need not worry, Herr Major. I know all too well that men of inferior quality often act irresponsibly. Oh, I ain't worried, Fritz. I just thought I'd warn you to hold off on popping the cork on the champagne. The party might be different than the one you expect. Party? What party? What are you talking about? Hallo? Hallo? Das macht mir jetzt gerade Sorgen, dass der Major und Siegfried so vertraut miteinander sind. Also die arbeiten scheinbar zusammen oder haben zusammengearbeitet oder waren sich zumindest nicht feindlich gesinnt gegenseitig. Und jetzt habe ich Sorgen, dass der Major Siegfried angreifen wird, weil er gesagt hat, so hier, da kommt was auf dich zu, freu dich mal nicht zu früh, dass du jetzt den Diesel zurück hast oder sowas, ne? Also das kommt mir alles ein bisschen shady vor, was da jetzt abgeht. Ich speichere jetzt mal zwischen und dann gehen wir nochmal kurz nach Landsbach und ich schau mal, was ich dort mit dem Diesel bekomme. Das interessiert mich ja, habe ich ja gesagt. Genau, ihr sollt ja hier mal Milizen ausbilden, hatte ich geplant. Macht das mal bitte, so.
Und der Rest kann sich gerne mal erholen. Ihr zwei Hübschen. Wir mal alle schön entspannt sind. Was macht ihr noch gleich? Ihr macht dort Verletzungen behandeln, brauchen wir nicht machen, aber wir können die Söldner noch ein bisschen trainieren mit Medizin. Dafür habe ich niemanden. Gesundheit. Die sind eigentlich ziemlich gut, aber bessere Gesundheit ist ja nie schlecht eigentlich bei dem Spiel. Bei keinem Spiel. Ist es Nacht? Es ist Tag. Oh, muss ich jetzt den ganzen Tag hier sitzen? Ist ja anstrengend. Oh, weitere Milizen ausbilden. Sieht hier aus, die Erholung ist bald fertig. Dann repariert man noch ein paar Gegenstände, wenn es was gibt. Naja, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht für 2%. Dann trainiert mal auch. Dann trainiert mal auch die Gesundheit. So, die müssen ja nämlich gleich hier kämpfen. Geht's gleich ab. 21 Uhr, das reicht. Da können wir... Nein. Da können wir mit Bouncer reden. Und mal hören, was er sagt. Ich speichere aber natürlich jetzt hier nochmal. Ich will ja nicht, dass mir dann irgendein Weg verbaut wird, nur weil ich mit ihm rede oder so. Ich weiß ja nicht genau, wie das jetzt hier designt ist. Ich will schon dieses Ding bei Siegfried mit der ganzen Mine, die ich bekomme, ist schon verführerisch. Und wenn ich jetzt nur dadurch, dass ich mit dem Typen hier rede, das mir verderbe, das finde ich dann ein bisschen doof, weil ich es ja nicht vorher weiß. Any luck finding that sweet diesel? Aber hallo. Ja. That's what I'm talking about, cuz. I'll let you in on a little secret. Ah, du warst das. I hired those legion dudes to steal it from Siegfried. I knew the old man was doing some weird shit with it, but I couldn't risk stealing it myself. What kind of weird shit? I have read many books about weird things. I don't know what weirder Scheiß, da ist Kalina dabei. Anyway, I'm taking him down. I'm tired of everything being owned by some rich old white dude. Things around here are gonna change. You give me the diesel, I give you my best gun, then we take out Siegfried and split the mine 50-50. You in? Also, er sagt, er gibt uns seine beste Waffe und wir kriegen die halbe Mine, wenn wir ihm helfen. Was wir dann ja auch haben, ist die Unterstützung von diesem Sektor hier. Andererseits weiß ich nicht genau, was mir das bringt. Also, was habe ich da konkret von, dass diese Stadt Landsbach mich dann total gerne mag. Ich denke mal, das wird nur dann, also man wird das Maximum bei Landsbach an Unterstützungslevel, an Loyalität wird man nicht bekommen können, ohne dass man das hier macht. Ohne dass man Siegfried angreift. Aber 7500 Dollar von einer Mine bekommen, ist halt auch was wert. Statt 3750. Und jetzt gerade brauchen wir mehr Geld. Meine Vorstellung ist halt, wenn ich jetzt noch ein, zwei Minen habe, kann ich mir noch zwei, drei Söldner mehr leisten und dann habe ich drei volle Sechser-Trupps. Da fehlen mir nur noch drei Söldner dafür. Das wäre es mir dann schon wert. Immerhin kann ich damit das ganze Land relativ easy befreien und halten. Ich würde aber gerne die Waffe mal sehen. Das machen wir jetzt mal. Ich habe ja gespeichert. PSG-1. So, jetzt können wir die Diamantenmine angreifen. Das machen wir aber nicht. Was ist denn die PSG-1? PSG-1. Einmal 42 Schaden. Das ist ein Snipergewehr oder was? 36 Reichweite. 5 Schuss. 36 Reichweite. Was hat denn mein Snipergewehr hier? Auch 36. 18% Crit, das macht's halt aus, ne? Das ist die dreifache Crit-Chance. Ansonsten ist alles ziemlich genauso. Es hat weniger Munition im Magazin. Ja, ist jetzt auch nicht so eine tolle Waffe. Also, das lohnt sich nur bedingt für die Waffe, meine ich. Das lohnt sich nicht so richtig doll.
Neuer Speicherstand. Ja. Ist ja auch egal. Ich lade jetzt das. Und dann machen wir aber für heute erstmal Pause. Ich sehe gerade auf die Uhr, das ist schon wieder lang genug. Ich werde jetzt den Diesel an Siegfried übergeben, nächste Folge. Und dann schauen wir mal, ob wir dann nicht unsere Mine bekommen. Und mein kurz- bis mittelfristiger Plan ist dann, das Gefängnis unten anzugreifen, im Südwesten, den Good Place, und endlich es nach der Schmach von vor, weiß ich nicht, 30 Folgen oder 40 Folgen zu befreien, mit zwei meiner Söldnertrupps, dass wir dies mit 11 Leuten oder so angreifen. Und dann geht's da richtig zur Sache. Das wäre super. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und dann bis zur nächsten Folge. Ja, ciao, ciao.